Was geht ab? Mein Name ist Dennis von Next Gen Athlete und wir haben heute zwei ehemalige SEK-Beamte da, einmal den Marco und Sascha Jung. Stellt euch einmal bitte selber nochmal vor, bevor wir reinstarten mit den Fragen aus der Community. Hallo, also ich bin der Sascha. Wie man sieht, wir sind eineiige Zwillinge, beide 36 Jahre, kommen ursprünglich aus Saarbrücken, haben in der Vergangenheit unseren Dienst beim Spezialeinsatzkommando verrichtet und haben uns vor 3 Jahren selbstständig gemacht im Bereich Fitness, unter anderem Fitness-Coaching, Personal-Training und Nahrungsergänzungsmittel. Jawohl. Wir haben unsere Community bei Instagram gefragt und zwar eine der ersten Fragen, die reinkam natürlich, wie viele Einsätze fährt man monatlich im Schnitt? Also genaue Zahlen wollen Sascha und ich da natürlich nicht nennen, aber ich sag mal, es gibt so Schwerpunktwochen oder Phasen, in denen man mehr Einsätze hat, dann teilweise auch mal mehrere Einsätze an einem Tag und dann gibt es natürlich auch eine Woche, wo mal gar nichts reinkommt, aber in der Regel hat man schon viel zu tun. Das glaube ich. Wie ist der Alltag auf der Dienststelle? Gibt es da fixe Abläufe wie fixe Trainingszeiten etc. oder gestaltet man sich den Alltag eher selber? Nee, also es gibt auf jeden Fall fixe Abläufe, einen Dienstplan, den man sich auch jeden Morgen anschauen kann. Also da sind wirklich Strukturen vorgegeben, immer die gleichen Uhrzeit. Zur gleichen Uhrzeit hat man eigentlich immer die gleiche Veranstaltung. Verschiedene Ausbildungseinheiten, Fortbildungseinheiten, also die Struktur ist fortgegeben. Natürlich gibt es dann auch Freiräume, um sich selbst weiter zu spezialisieren und fortzubilden. Also einigermaßen planbar. Klar. Was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Eigenschaften eines SEK-Beamten? Die wichtigsten Eigenschaften sind auf jeden Fall Eigenverantwortung, ganz großes Maß davon, Eigendisziplin, also dass man wirklich auch von sich aus intrinsisch ganz viel Disziplin mitbringt. Natürlich, dass man ein strukturierter Typ in gewissen Bereichen ist, dass man diszipliniert ist. Marco, was habe ich vergessen? Konstanz. Dass man nie aufgibt, immer weitermacht, auch wenn man mal schlechte Phasen hat. Genau. Und ein ganz großer Punkt natürlich noch die Teamfähigkeit. Also ohne Teamfähigkeit funktioniert es im Spezialeinsatzkommando überhaupt gar nicht. Ja. Was sind neben der Bekämpfung der organisierten Kriminalität Einsätzen mit erhöhtem Gefährdungsgrad oder Antiterroreinsätzen Aufgaben des SEK? Haben wir vorhin schon im Podcast ein bisschen drüber gequatscht. Was wird euch noch so einfallen? Personenschutz war so ein Thema. Was gibt's noch? Unter anderem Unterstützung, Personenschutz, dann natürlich die klassischen Lagen, Geiselnahme, Banküberfall, Entführung, Durchsuchung mit Waffen quasi und dann noch natürlich ganz groß Haftbefehle vollstrecken. Und das Thema natürlich auch Rauschgift. Ja. Rauschgiftkriminalität, genau, Betäubungsmittel. Ja. Welcher Faktor hat am häufigsten zum Nichtbestehen des AVs oder der EFB geführt? Dass man charakterliche Eigenschaft und die Schießfähigkeiten. Die Schießfähigkeiten und ich sag mal, dass man sich taktisch weiterentwickelt. Mhm. Der Prozess halt. Also. Der Prozess, okay. Dass man einen Prozess erkennt, dass jemand in gewissen Bereichen stärker wird. Ja. Vereinbarung von Familie und Beruf. Also Marco und ich war in meiner SEK-Zeit Single, von daher ist das für mich schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, wir haben viele Familienväter im Kommando gehabt. Das gibt natürlich auch so ein bisschen Halt von zu Hause. Von daher, wenn man das mit der Rufbereitschaft für sich geregelt bekommt und die Familie dahinter steht, ist das eigentlich super vereinbar. Natürlich gibt es ein paar Dinge, auf die man achten muss oder die man so ein bisschen trennen muss, wenn man Rufbereitschaft hat, dass man nicht immer mit dem gleichen Auto fahren kann wie die Family. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall vereinbar, wenn man es will. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die Familie hinter einem steht. Nur so hat man den Kopf frei für die Einsätze, für das, was kommt. Wie gut hat die Ausbildung zum Erfolg bei realen Einsätzen beigetragen? Gut, die Ausbildung? Ja, also die Ausbildung ist eigentlich das A und das O. Gewisse Dinge, Abläufe so oft wie möglich zu trainieren, immer wieder zu wiederholen. Ich sag mal, trotzdem bleibt natürlich dann im Einsatzfall ein gewisser Prozentfaktor, den man nicht ausschließen kann, der ungeplant kommt oder wo man auch nicht weiß, wie man selbst reagiert. Aber das Wichtigste ist natürlich, Abläufe, taktische Abläufe beim Schießen etc. so oft wie möglich zu trainieren, umso geringer wird das Risiko, dass man irgendwie da in dem Bereich einen Ausfall hat. Deshalb ist es eigentlich das Wichtigste, dass das Training so weit wie möglich an die Realität rankommt, also was natürlich alle Störfaktoren etc. betrifft. Mhm.
Welcher Part ist am schwersten gewichtet? Kraft, Ausdauer oder doch Kraftausdauer? Ich vermute mal, das ist auf dann wirklich den Dienst an sich gerichtet. Hatten wir eben schon drüber gesprochen im Podcast, so der Vorzeige-SEK-Beamte unserer Meinung nach heute ist eigentlich so eine Mischung aus Kraft und Ausdauer. Mhm. Also eher, ich sag jetzt mal, muskulär definiert, kein Bodybuilder-Typ. Ja. Das ist eigentlich so das, was Sascha und ich in unserer Zeit festgestellt haben. Und da geht auch immer mehr die Tendenz hin. Funktionell und koordinativ. Ja. Ja. Gut ausgebildet. Okay. Grundlegende Fähigkeitsunterschiede zur GSG 9. Das können Sascha und ich zu schwer beurteilen, weil wir da zu wenige Einblicke in die GSG 9 haben. Mhm. Wenig Berührungspunkte, ja. Alles klar. Wie schnell kann ich beim SEK landen, wenn mein Studium gerade beendet ist? Ich glaube, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Bei uns im Saarland geht das relativ schnell. Also man hat die Möglichkeit, sich direkt nach der Ausbildung zu bewerben. Ob man dann angenommen wird, ist ja teilweise nochmal unterschiedlich gehandhabt. Ja. Ist das Mindset und die Anforderungen daran ähnlich wie zu dem in der Bundeswehr, Spetzkräfte? Der Vergleich zu den Spetzkräften. Hattet ihr generell Berührungspunkte mit dem? In der Ausbildung, Medic-Bereich, aber können wir auch zu dazu sagen, ja. Aber ich denke, vom Mindset her werden die, ich sag mal, Spezialkräfte im Bereich der Bundeswehr ähnlich denken wie wir in den Spezialeinheiten damals. Tipps für Kollegen, die sich bewerben wollen. Auf jeden Fall ist die Grundbasis für alles die körperliche Fitness. Mhm. So gut wie möglich speziell auf die Disziplin vorzubereiten. Also wenn ich Klimmzüge machen muss, dann trainiere auch Klimmzüge, doof gesagt. Ja. Und ansonsten natürlich im Bereich vom Schießen alles mitzunehmen, was irgendwie möglich ist. Jo. Ich glaube, in dem Bereich ist es wichtig, dass man das ganze Jahr oder über, ich sag mal, sein ganzes Leben so eine gewisse Grundfitness mitbringt. Dann für so ein Auswahlverfahren kann man natürlich nochmal auf bestimmte Peaks hinarbeiten, aber so eine Grundfitness oder so eine Grundeinstellung zu Fitness zum Beruf, der sollte auf jeden Fall gegeben sein. Okay. Ernährung in Bezug auf Einsätze. Klassiker 6 Uhr, 7 Uhr rein ins Objekt und vorher essen. Gut, das war eigentlich im Kommando unterschiedlich oder wurde unterschiedlich von jedem gehandhabt. Sascha und ich sind Typen, wir machen schon jahrelang 16-8. Von daher haben wir vor unseren Einsätzen morgens nie gefrühstückt. Aber natürlich gab es auch, Kollegen, die gerade nach den Einsätzen dann direkt was gegessen haben. Ja. Und dann, ja, war das mal mehr, mal weniger gesund. Kannst du auch gar nicht pauschalisieren, glaube ich. Ja. Altersgrenze. Und wie sieht es aus, wenn ich nach dem SAZ, Soldat auf Zeit, schon diese Grenzen überschritten habe? Also Altersgrenze überschritten. Gibt es eine Altersgrenze und wurde die überschritten? Also die ist bei uns oder war bei uns nicht festgeschrieben, die Altersgrenze. Das wurde unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Individuell, ja. Okay. Gab es Umwege, beziehungsweise hat es seit dem Entschluss direkt geklappt? Bei mir hat es direkt geklappt nach der Ausbildung. Bei Sascha gab es... Ich musste 3 Anläufe machen, bis ich beim Spezialeinsatzkommando war. Vorher dann Bereitschaftspolizei, taktischer Zug und Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Dazu müsst ihr den Podcast hören, wenn ihr den Zusammenhang erfahren wollt. Auf jeden Fall. War das SEK von Anfang an der Plan? Wenn man ganz ehrlich ist, hat sich das so in der Zeit von der Polizeiausbildung so herauskristallisiert, dass wir vor der Polizeiausbildung zum SEK wollten, das war nicht so. Also das hat sich wirklich während dem Praktikum schon so ein bisschen angedeutet. Wie war die Vorbereitung auf das SEK? Lange, gut vorbereitet, sehr speziell. Marco hat es schon angesprochen, also wirklich, dass man, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass man wirklich auch speziell in den Bereichen trainiert und nicht irgendwie abstruse Dinge macht, sondern wirklich sich auf die Sachen fokussiert, die auch wirklich drankommen, und dann klappt das in der Regel auch. Wie war der Werdegang vor dem SEK innerhalb der Polizei? Bei mir, wie eben schon angesprochen, ein Jahr taktischer Zug, dann ein Jahr Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und dann direkt zum Spezialeinsatzkommando. Mhm. Ich glaube, ich war noch 3 oder 6 Monate im taktischen Zug und bin von da aus dann direkt zum SEK gegangen. Mhm. Welche sportlichen Ziele sollte man eurer Meinung nach erreichen, um körperlich gut durch die Ausbildung zu gelangen? Vielleicht so ein paar Benchmarks für den 5000er. Was würdet ihr da sagen? Also so, jetzt in Bezug auf den Cooper-Test in Richtung 3000 Meter, das ist schon mal eine gute Grundbasis. Ja. Da natürlich sollte man mal mindestens 5 bis 10 Klimmzüge schaffen, jetzt so als Benchmark.
natürlich auch gerne mehr. Und dann in den anderen Disziplinen ist das schwer zu sagen. Kommt natürlich auch drauf an, wie schwer man ist, wie groß man ist. Ja. Ja, aber ich würde sagen, allgemein in Grundübungen stark zu sein, ist natürlich von Vorteil. Und das sollte man trainieren, ja. Speziell. Kreuzheben, Kniebeuge. Das sehe ich genauso. Bankdrücken, ja. In welchem Bundesland seid ihr tätig gewesen? Im Saarland. Hört man auch gar nicht bei euch, finde ich. Also hört man nicht. Hätte ich gar nicht rausgehört. Bei euch. Wir kommen aus der Schweiz. Oh, ist klar. Ja, nee. Da muss man, glaube ich, in der Ecke arbeiten. Sag mal. Was ist im SEK-Alltag oder was ist im Alltag das Schwierigste gewesen? Ich glaube, das ist allgemein bei Spezialeinheiten, Spezialkräften so, dass man wirklich auch immer, ich sag mal, auf den Punkt einsatzbereit ist. Das ist, glaube ich, so die Kunst. Dass man wirklich auch, ich sag mal, seinen Spaß haben kann, aber wenn es dann wirklich zur Sache geht oder mal in den Einsatz geht, dass man dann quasi den Schalter umlegen kann. Ja, Schalter umlegen ist ein gutes Stichwort. Arbeitet das SEK auch mal mit der OEZ zusammen, Observationseinheit Zoll? Gibt es gemeinsame Ausbildungen? Habt ihr generell so ressortübergreifend Sachen gemacht? Mit anderen SEKs schon, aber mit der Einheit noch nie, noch nie gehört. Mhm. Schwimmen wichtig für das AV-Ausbildung? Also Schwimmen gehört bei uns zum Auswahlverfahren dazu, ist meiner Meinung nach auch wichtig, weil es auch eine Grundfertigkeit ist. Also jeder, der zu einer Spezialeinheit oder zu den Spezialkräften möchte, der muss schwimmen können, auch, ich sag mal, eine gewisse Technik mitbringen, aber später im Kommando spielt das jetzt oder hat das bei uns im Saarland eine geringe Rolle gespielt. Das ist wahrscheinlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir haben keine, ich sag mal, keine Angrenzung zur See oder so. Aber das in anderen SEKs ist das, spielt das eine größere Rolle, ja. Oder bei euch bei der Bundeswehr absolut berechtigt. Ja. Was für eine Pace beim Joggen sollte man Minimum haben? Ja, auch schwierig und so zu verallgemeinern, aber also ich sag mal, wenn ich laufen gehe, dann nie über 5 Minuten pro Kilometer, so in dem Bereich. Ja. Wie hoch ist die Durchfallquote in der Verwendungsfortbildung? Was genau ist mit der Verwendungsfortbildung gemeint? Klammer auf Ausbildung, wahrscheinlich die Ausbildung oder Grundausbildung. Ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, das kann ja, man so pauschal nicht sagen. Ja. Mhm. Vorbereitung für die Polizeischule? Gar keine. Mhm. Wird euch alles an die Hand gegeben. Ja, ja. Wie ernährt ihr euch während der Härtewochen und Höllenwochen? Also Sascha und ich sind eigentlich Verfechter oder Anhänger von 16:8 intermittierendem Fasten. Das machen wir jetzt schon wirklich an die 10 Jahre lang. Das ist auch so unsere Routine. Aber natürlich, wenn so Höllenwochen anstehen, dann ist 16:8 schwierig umzusetzen, auch wenn man dann morgens mal die Energie braucht, weil es ansonsten zu extrem wird. Von daher in der Zeit eigentlich darauf achten, dass man genügend Proteine zu sich nimmt, genügend komplexe Kohlenhydrate und natürlich ja, die Fette dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Gerne mal einen Eiweißriegel. Ja, aber ansonsten natürlich trotzdem so clean wie möglich und so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu sich nehmen. Ja. Welcher Stellenwert hat Kampfsport für euch und euren Dienst? Es hatte schon einen großen Stellenwert innerhalb von Kommando, wurde das aufgrund dessen auch oft geübt, trainiert. Gehört auch mit dazu, auch wenn man selten in die Lage kommt, dass man wirklich, sage ich jetzt mal, mit jemandem auf dem Boden kämpfen muss, aber trotzdem muss man gewisse Grundfertigkeiten auch in dem Bereich haben und mitbringen. Und das ist komplett individuell. Also es gibt Kampfsportler in jedem SEK und es gibt welche, die in dem Thema unbefleckter sind als wir. Wie wir beide zum Beispiel. Ja. Vor dem AV lieber in der Beppo ESD Erfahrung sammeln oder direkt nach dem Studium ins AV? Wenn ich so ad hoc antworten möchte, so früh wie möglich zum SEK gehen. Mhm. Jedes Jahr mitnehmen, jede Erfahrung sammeln. Ja. Aber ist auch eine ja, Philosophiefrage. Ich fange nächstes Jahr meine Ausbildung an. Wann sollte ich anfangen, mich vorzubereiten? Spätestens jetzt. Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Also so eine gewisse Grundkonstitution oder Kondition, die sollte eigentlich in jedem Bereich bestehen, auch was die Kraftwerte angeht. Und dann natürlich nochmal speziell vielleicht 3 bis 6 Monate vorher anfangen zu trainieren. Ja. Ich glaube, jemand, der sich für eine Spezialeinheit oder für Spezialkräfte interessiert, der ist ja von sich aus schon intrinsisch motiviert und hat schon so einen gewissen, ich sag mal, so ein gewisses Level. Das sollte er dann natürlich hin zum Auswahlfahren noch weiter ausbauen, aber
wenn jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, sich so einer Einheit anzuschließen, dann sollte er schon auf einem guten Niveau sein, jetzt nicht, ich sag mal, komplett unsportlich sein, weil das passt dann auch auf lange Sicht überhaupt gar nicht mit dem Beruf zusammen oder mit der Verwendung. Aus unserer Erfahrung kommen aber auch nur die Typen dann in die Spezialeinheiten zu den Spezialkräften, die so intrinsisch von Anfang an schon motiviert sind. Ja. Alles klar, das wären die Fragen an zwei ehemalige SEK-Beamte gewesen. Wenn ihr die komplette Hintergrundgeschichte von den beiden hören wollt, empfehle ich euch unseren Podcast und verlinken wir euch natürlich genauso wie die Profile der beiden, falls ihr euch auch für die beiden interessiert. Und ich wünsche euch was. Tschüss.